Grasfrösche, wissenschaftliche Bezeichnung Rana temporaria. Dies sind die ersten Grasfrösche, die ich in diesem Jahr gesehen habe, nicht in Hamburg, sondern in Schleswig-Holstein, Bergentin. Früher waren Grasfrösche ganz alltäglich, man konnte sie beinahe überall beobachten und es war eine Selbstverständlichkeit. Heutzutage sind diese Tiere zwar nicht bedroht, aber man findet sie immer seltener, finde ich. In Hamburg habe ich noch keine gesehen, in Wilhelmsburg, obwohl Wilhelmsburg von zahlreichen Kanälen und Teichen und Wettern durchzogen ist. Das ist erstaunlich. Man sieht die sehr schöne Zeichnung und man sieht, wie doll hervorragend diese Frösche getarnt sind. Bei Wikipedia gibt es viele Abbildungen. Dort sind die Grasfrösche meistens etwas brauner gezeichnet. Aber es gibt ja immer wieder auch regionale Unterschiede. Ich hoffe, der Grasfrosch bleibt uns noch lange erhalten. Töne habe ich nicht gehört. Das Quaken ist wohl vor allen Dingen zur Brut- oder Brunftzeit zu hören. Zwei- bis dreijährig, laut Wikipedia. Unter ungünstigen Bedingungen erst vierjährig werden Grasfrösche geschlechtsreif. Grasfrösche werden unter natürlichen Bedingungen nur selten 10 Jahre alt. Die meisten sterben deutlich früher aufgrund der zahlreichen Fressfeinde durch Verluste bei der Überwinterung, Krankheit und zivilisatorische Faktoren, Straßenverkehr, Umweltgifte etc. In Gefangenschaft erreicht ein Exemplar ein Lebensalter von 18 Jahren.